was a period when we were losing drivers every month. You know, that is unacceptable, to put people in a situation where the consequence of losing is death. Für mich war das keine Überraschung, einmal irgendwann in einem Spital zu landen. Ich glaube, es besteht eine reelle Chance, dass Niki überleben wird. Der Umgang mit der Gefahr erlaubte dir manche Spielereien einfach nicht. So James Hunt-Zeiten, die haben das Lifestyle, das Formel-1-Fahren miteinander verbunden. Can you believe that 20 years we have not lost the life of a Grand Prix driver? We have the utmost respect for the guys 60s, 70s, 80s. I mean, we hold them in very high esteem because they improved it for us. Ich erkläre euch jetzt so ein bisschen mein Helm. This is one of the most sacred things for a driver. It's the most important thing. It's fascinating how it has moved on, Formula One, in terms of the crashes, in terms of the people that are now walking away from crashes. Das Auto hätte nie gebrannt, mir wäre überhaupt nichts passiert. Und das ist natürlich die Entwicklung der Formel 1, Gott sei Dank. Ich muss sagen, ich wundere, wie er das überstanden hat, den Unfall. Er muss ja praktisch jetzt fahren, sonst spielen wir seine Fälle weg. How will the feeling be fighting against Niki again? Hard work. For me, he's a real hero of the sport, not just because of the crash, not because of his championships, but because of the way he engages with the people. And this is something I've always remembered.